Rechtsgegendeckung, wir sind im Krieg! Man zieht nicht einfach in den Krieg, ohne vorher Traktor gefahren zu sein. Eine weitere ereignisreiche Woche ist vorbeigegangen. Der Chris wollte heute unbedingt stehen, damit er endlich mal so groß ist wie ich. Er hat nur keinen verfügbaren Sessel mehr. Nintendo hat uns die NX vorgestellt. Oder Nintendo Switch, wie es heißt. Und ich habe mit Panzern Flips gemacht. Mach das mal nach. Ja, und ich habe ein Strategiespiel verkackt. Mach das mal nach. Muss ich dazu gestehen, es ist kein Magic the Gathering, wie ich es gedacht habe. Was ein bisschen peinlich ist. Ein kleines bisschen noch. Du spielst trotzdem scheiße. Das kann ich beurteilen. Und du hast mit Klötzchen gespielt. Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein Spezial Director's Cut raus. Sagen wir, und dazu kommen wir jetzt gleich in den News noch. Die News-Sektion erlebt heute ein blaues Wunder. Nachdem sie letztes Mal so klein war, ist sie dieses Mal voll groß. Ja? Wir haben nämlich einiges Neues vor, beziehungsweise wir ändern unser Konzept ein bisschen. Wir stellen nämlich ganz massiv um. Wir machen ab jetzt alle Spiele live auf Twitch. Heißt, ihr kriegt dann eine kleine Info von uns, wenn wir online sind. Wir werden es auch definitiv auf Facebook stellen. Dazu kriegt ihr auch noch gleich Erklärung, wo ihr das findet, beziehungsweise wie wir das machen. Auf jeden Fall werden ab Montag alle Spiele, die wir spielen, live auf Twitch kommen. Und es wird Highlight-Fassungen auf YouTube geben, wie bei WWE zum Beispiel. Ja, und das heißt, wir sind auf twitch.tv, Doms Uncut-Channel zu finden. Und wenn ihr da quasi Follow-Button klickt, dann setzt das jedes Mal, wann wir dann quasi live sind. Und wir machen das Ganze zweisprachig, das heißt Deutsch und Englisch. Was, je nachdem, in welcher Sprache die Fragen kommen, kriegt ihr Antwort darauf. Genau. Das Coole ist, wenn ihr nämlich dieses Abo habt und das Twitch zum Beispiel am Tablet, am Handy oder sonst was, blippt es oben auf und dann kommt so dieses Twitch-Symbol und da steht dann: Doms Anker Channel ist momentan live, dann drückt ihr da drauf und ist halt live dabei. Wobei das immer doppelt kommt, weil es kommt nämlich als Mail nämlich an. Okay, das weiß ich nicht, das habe ich ausgehört. Genau, und das wäre das Ganze zu Twitch soweit. So, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, auch auf Facebook sind wir aktiv unter facebook.com/domsankerchannel. Das sind eigentlich immer die News, sobald die Videos oben sind und live sind, kriegt ihr dort auch Info und auch Twitch werden wir dort live machen. Ist aber momentan so ziemlich neben YouTube die einzige Möglichkeit zu uns zu erreichen. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wollt ihr ein Twitter-Feed auch haben? Wir sind beides absolute Twitter-Noobs. Ich benutze es nicht. Ich habe Twitter noch nie benutzt. Ja, ich auch nicht. Wenn ihr allerdings sagt, hey, Twitter wäre uns wichtig, weil damit können wir in kurzen Sachen direkt chatten, dann werden wir uns in Twitter auch irgendwie reinfummeln oder uns erklären lassen. Da kommst du auch nicht raus. und werden das auch hinkriegen. Hätte halt den Vorteil, wir können euch kleine kurze Bilder zeigen, hey, wir machen gerade das Spiel jetzt, dann in 10 Minuten ist es live oder es ist gerade am Upload 22%, nur eine Stunde und dann haben wir das und das online. Das wäre halt für uns wesentlich einfacher als über Facebook. Und Facebook ist langsam und unumständlich und Twitch ist halt zack, 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 zack. Ist halt die Twitter. Das ist halt die Frage, ob ihr das haben wollt. Wenn ja, packen wir euch das zu. Dann werden wir uns da irgendwie schon reinfinden in Twitter. Ihr werdet uns notfalls erklären. Sonst macht ihr uns ein Video, wo drin ist Twitter for Dummies. Dann kriegen wir das auch hin. Sorry dafür, dass wir jetzt ein paar Mal die Show ein bisschen ausfallen lassen haben. Aber das ist ein mega Aufwand, diese zu produzieren. Es ist wirklich ein mega Aufwand. Obwohl sie so trashy ist. Genau. Und das ist das Nächste, ob ihr das haben wollt. Wir können nämlich einmal live das mitfilmen, wie wir die Show produzieren. Und damit ihr mal seht, was für ein zeitlicher Aufwand das eigentlich ist. Weil dann schauen wir, dass wir mal einen Tag frei haben und dann setzen wir uns hin und machen das vom Start bis zum Ende vom Schnitt. Mit allen Outtakes. Mit allen Outtakes, wäre für euch ein Vorteil. Was heißt, hier reden 90%. Ja. Was ziemlich witzig aussieht dann. Aber das ist wieder was, wenn ihr das haben wollt, machen wir das natürlich. Wäre aber mal wirklich witzig, das zu machen. Also die Farbe, ob das jemand interessiert. So, let us know! Ja, eine Änderung haben wir noch. Und zwar geht es um die Vorschau. Und zwar ist es jetzt keine Dienstplanliste mehr, das heißt, es ist nicht die Liste, wann wir welches Spiel spielen, sondern wir machen eine Release-Liste, wann welches Spiel rauskommt. Und plus minus ein paar Tage werden wir dann die Spiele auch releasen, weil manchmal ist es einfach nicht mehr möglich und ja.
Man kann halt nicht 6 Spiele oder 7 Spiele an einem Tag anspielen. Das schaffen wir nicht mehr zu zweit, weil wir haben beide Arbeit, wir müssen beide noch irgendwas anderes erledigen. Und teilweise ist es auch nicht immer möglich, 1 oder 2 Spiele am Tag zu machen, weil einfach andere Sachen reinfallen. Ja. Drum, kein Dienstplan mehr, sondern eine Release-Liste, damit ihr wisst, was wann rauskommt. Und die kriegt ihr genau jetzt. So, die Woche hat Nintendo noch die Bombe Platz lassen. Red Dead Redemption 2 entwickeln sie. Warte mal, das war was anderes. Achso, na stimmt, die NX. Stimmt, na, Rockstar hat die Nintendo Switch aus. Verdammt. Nein, Nintendo Switch gibt's jetzt am. Wir haben uns natürlich vorbereitet, deswegen auch mit den Zetteln jetzt mal. Die Nintendo Switch wurde am Donnerstag vorgestellt und wir haben uns natürlich ein bisschen den Trailer angeguckt und analysieren versucht, so gut wie das halt zwei Amateure können. Ja. Oder Dilettanten, ihr kennt's den, wie ihr wollt. Ja, ohne. ja, das erste, was zu sagen gibt, Release im März 2017 schon, hast mit dem, wo sie eigentlich das Zelda geplant hatten, also bringen sie es gleichzeitig raus und haben eigentlich keine Konkurrenz. Was ja eigentlich auch ein witziger Fakt ist, weil sie haben das Zelda eigentlich schon lang fertig. Sie haben wirklich mit dem Release einfach gewartet, bis dass die Konsole fertig ist. Was nicht dumm ist, weil die letzten Wii U ist ja ohne Mario, ohne Zelda, ohne irgendwas gekommen. Das war jetzt sofort. Na, Mario Maker. Ja, aber nicht zum Start, der kam zwar 3-4 Jahre okay, später. Ja. Okay, stimmt. Das Release stimmt, ja. Was natürlich zum Gerät sofort auffällt im Trailer, das Ding ist komplett portabel und eine Hybridkonsole. Ja. Hat natürlich auch 2, 3 große Punkte. Es ist ein Tablet mit abnehmbaren Controllern. Links und rechts. Genau. Und ich hoffe, ihr seht jetzt an die Bilder und alles. Das macht es für euch ein bisschen leichter, euch das zu vorstellen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Und das Ding hat einen Standfuß. Alter, sieht der billig aus. Oh ja. Das Ding ist fix für Kinder geeignet, weil es drückt einmal auf und der Standfuß ist ab. So sieht der aus. Seht ihr auch gerade hier. Das zweite funktioniert in die Dinge wie Fernbedienung und Nunchuck, die man abnehmen kann. Weil es gibt so eine Szene im Flugzeug, da hat er die Dinge in der Hand und es sieht so aus, wie das Skyrim damit spielt. Ja. Die Frage ist, ob das tatsächlich wie Fernbedienung und Nunchuck ist. Es sieht so aus, allerdings wenn du dir die anderen Videos anschaust, sieht es aus, als wären es normale Controller. Das stimmt, weil bei Mario Kart nutzt jeder andere. Richtig, und das ist weird. Das ist einfach weird. Das nächste, was mir persönlich noch aufgefallen ist, was eigentlich ganz cool ist, ist, es wechselt sofort, wenn du dieses Tablet rausnimmst aus dem, ich nenne es jetzt einfach mal Ladestation, Hauptkonsole, was auch immer das Ding ist. Es ist erstens potthässlich, das Ding. Das kann man so sagen. HDMI-Adapter zum Tablet. Ja, so ungefähr. In schier. In schier. Das Ding ist wirklich nicht hübsch. Und es sieht total billig verarbeitet aus. Aber total Nintendo untypisch. Wäre aber wirklich cool, wenn das wirklich so funktioniert, dass man es aus der Ladestation rausnimmt, dass du instant da weiterspielen kannst. Ja, dass es instant wechselt. Das wäre gar nicht so verkehrt. Und wenn es so funktioniert, ist halt natürlich cool. Und es scheint an den Safe Game sofort rüber zu spielen, dass es halt in der Cloud hängt, wie es halt eigentlich alles jetzt funktioniert. Bringt uns klar mit so einem großen, großen Problem. Oder eigentlich zwei. Wenn man sich das Video genau ansieht, dann siehst du, dass am Tablet die Grafik downgegradet ist. Und zwar massiv downgegradet ist. Beim NBA oder Basketball oder was auch immer das ist, siehst du nämlich aus, dass die Passanten oder die Zuschauer nur gris sind, also total pixelbrei und auch insgesamt die Grafik total pixelig wirkt, wenn also so grislat wirkt, wenn sie das Tablet in der Hand haben. Pausiert mal bei dem Ding, wir versuchen euch das per Bild einzufangen, das ist aber relativ schwer. Ja, ich hoffe, ich krieg's hin. Und versuchen euch das so einzufangen, dass man das auch sieht. Aber achtet mal drauf, wenn ihr den Trailer seht, macht ihn groß und pausiert da. Das Bild ist total grislig. Ja. Das ist das Erste, was mir sofort auffällt. Es ist natürlich die Frage, inwiefern das Ding ein Downgrade auf Grafik kriegt, weil das Ding natürlich Akku braucht. Es ist die größte Frage für mich ist einfach die Akkulaufzeit. Wenn es so billiger Dreck ist wie bei der PlayStation Vita, dass sie nach 2-3 Stunden leer ist, dann ist es total schäbig. Und dann haben sie im Trailer gelogen, weil da fliegst du keine interkontinentalen Flüge damit, sondern du musst ganz mit der Powerbank da schauen, dass das Ding in voll bleibt. Das ist die größte Frage für mich und das ist der absolute Knackpunkt. Ja. Wobei ich aber sagen muss, ein fetter Minuspunkt, also ein Downgrade von der Grafik. Ja, wobei das natürlich jetzt im Video Sagen wir jetzt ehrlich, Nintendo ist nicht bekannt für gute Grafik. Aber die Wii U hat keinen Downgrade gehabt am Umstellen. Hast du schon mal gesehen, wie das Zelda NX ausschaut? Also das ist. Und dann noch ein Downgrade drauf, das ist ehrlich gesagt ein bisschen eine Frechheit. Ja, also beim NBA sieht man es am stärksten. Es ist halt tatsächlich die Frage, wie weit sie downgraden müssen, damit die Grafik.
Weil dieses Skyrim, was man im Fernsehen sieht, sieht bombastisch aus. Ja. Ich sage jetzt einfach, es ist Skyrim, ich gehe mal davon aus, dass es ist. Ja, es steht und fällt mit der Akkulaufzeit in meinen Augen. Stimmt. Heißt, wenn sie es hinkriegen, das Ding kann man 6 Stunden laufen zu lassen, was in Ordnung ist für ein portables Gerät, in meinen Augen zumindest, mhm. was auf Hochleistung läuft im Endeffekt, dann ist es in Ordnung, dass es 6 Stunden läuft und es grafisch ein bisschen downgrade. Finde ich vollkommen in Ordnung, es ist schließlich eine Heimkonsole, kann ja. keiner erwarten, dass sie mobil funktioniert. Wenn das Downgrade aber groß ist und die Akkulaufzeit niedrig, ist das Ding für mich sinnlos. Und damit steht und fällt es eigentlich für mich. Mhm, bestimmt. Ein paar andere Dinge, die uns noch aufgefallen sind, ist, dass die Spiele auf SD-Karten sind. So sieht es zumindest aus, dass es kleine SD-Karten sind, so Chips, die man einsteckt. So von der Größe, aber die schauen tatsächlich aus wie SD-Karten mit den kleinen Dingern. Kann natürlich auch bloß sein, dass sie was fürs Video braucht haben. Wir haben Module. Mhm. Es sieht sehr, sehr, sehr stark nach SD-Karten aus. Wie Spiele vom Shop spielbar ist natürlich die nächste große Frage, inwiefern die Nintendo-Geräte rückwärtskompatibel sind. Bisher waren sie immer rückwärtskompatibel, wie GameCube, Wii U, wie GameCube, N64. Man muss es auch noch beim Game Boy anschauen, dass bis zum Game Boy Advance SP jedes Modul gegangen ist. Ja, und selbst beim DS Lite hast du die Game Boy Advance-Spiele nur einhauen können. Genau, ja. Und den Rest gibt es jetzt über Virtual Console und so. Das ist eben die Frage, ob sie das auch mit einbauen, beziehungsweise inwiefern das ganze Ding abwärtskompatibel ist. Das mich sehr, sehr, sehr stutzig macht. Man hat Splatoon gesehen und Mario Kart. Es würde mich nicht überraschen, wenn Nintendo die Dinge einfach eins zu eins verwurschtelt und die Train fährt, den Microsoft und Sony einfach, und vor allem Sony fährt, eins zu eins Remaster raus und voller Preis und gib ihm. Ja. Jetzt wissen wir nicht genau, man hat alte Spiele gesehen und es war definitiv Mario Kart 8 und es war definitiv Splatoon, was man im Video sieht. Und es ist aber zu wenig, dass man es jetzt wirklich sagen kann, man konnte es analysieren, vergleichen. Ja. Es war zu wenig. Das Problem ist, dass halt die ganzen Vorbesteller wie Amazon und so weiter und so fort haben übrigens schon Mario Kart 8 NX gelistet und als Splatoon NX. Das macht mich sehr, sehr stutzig. Ich hoffe und bete, dass sie das kompatibel machen. Ja. Dass du irgendwie, wenn du die CDs auf der Wii U hast, dass du die hochladen kannst, in einem Shop kaufst. So wie es Microsoft mit den 360-Spielen macht. Einfach einlegen, einmal, und er sagt, passt, hast du gekauft, ist deins. Das ist noch eigentlich ganz, ganz wichtig. Weil ob sie jetzt die Kuh melken versuchen oder tatsächlich kundenorientiert arbeiten. Weil eigentlich brauchen sie, mit dem Pokémon Go Hype hat Nintendo eine unfassbare Menge Kohle verdient. Allein was sie durch Merchandise verdienen haben in dieser Zeit, ist unglaublich. Ja. Die Powerbank-Verkäufe in der Zeit. Ja, da hat Nintendo nichts verdient damit, aber. Ja, was die NX noch ist, das ist eh schon länger bekannt, ist mit Nvidia ausgestattet. Allerdings ist Nvidia nicht bekannt dafür, energiesparend zu arbeiten. Ja. Brauchst du schauen, was die mit deinem Notebook machen. Wenn du eine Stunde spielst, ist das Ding leer. Mhm. Selbst wenn du Alienware Notebook dann hast, dann ist es auch 2 Stunden leer. Alienware Notebook halt nur eine halbe Stunde. Oh, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, das ist halt der große Punkt noch. Also es ist ein Nvidia Tegra drin, das ist echt schon länger bekannt. Ja. Was sie für die Shield benutzen, was relativ wenig Verlustleistung hat, allerdings ist es auch, soweit ich weiß, relativ angesteckt die ganze Zeit. Du kannst nicht wirklich frei bewegen damit. Bringen uns zu zwar eher erfreulichen Punkten, also aus meiner Sicht erfreulichen Punkten. Es gibt einen Haufen Third-Party-Hersteller, Gott sei Dank, weil das hat die Wii U richtig, richtig niedergefeigelt, dass sie keine Third-Party-Hersteller hatte. Heißt, es ist Activision dabei, hast Call of Duty, 2K ist dabei, hast NBA, Ubisoft ist dabei, hast Assassin's Creed, alles kommt wieder für die Dinge. Mhm. Und einen ganzen Haufen, wir haben euch das hier eh wieder mit eingeblendet, ich habe leider nicht alle im Kopf mehr, aber es sind eine ganze Menge von Third-Party-Herstellern. Und das Skyrim-ähnliche Ding hat für mich mit am besten ausgeschaut. Wenn es neue Zelda wäre, saugeil, wenn es nicht ist, naja, dann ist es wohl Skyrim. und damit können wir ein Gerücht, denke ich, auch noch gleich ausräumen. Es wird kein Android-System sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, das ist eine Nintendo-eigene Software. Denke ich auch, sonst können sie es nicht vernünftig schützen. Ja. Ja, und das wären so unsere Einschätzungen. Jetzt machen wir natürlich noch ein kurzes Abschlussding. Wie sieht das Ding für dich denn aus? Oder was erhoffst du dir, was denkst du dir, was glaubst du, dass das Ding kann oder auch nicht kann? Einerseits finde ich das sehr cool mit dem abnehmbaren Controller, mit dem Tablet, dass ihr am Fernseher anhängt und klingt, geht. Das finde ich eine coole Idee, aber ich warte zuerst einmal auf die Systemdaten, bis dass ich wirklich meine Meinung dazu abgebe. Okay, was hältst du von
vom Design, vom Aufbau, wie schaut das Zeug für dich qualitativ so aus? Qualitativ, die Station ist definitiv Mist und ganz ehrlich, das ganze Drum schaut für mich aus wie eine verwurstete Wii U, also das Ding einfach nicht verkauft hat. Das war genau das gleiche, dass zum Beispiel der kleine Controller von der Wii, der Nunchuck glaube ich ist das, gell? Ist im Endeffekt nichts anderes wie das mittlere Griffstück vom Nintendo 64 Controller. Stimmt, das habe ich noch nie bedacht, aber du hast den Unrecht. Es ist einfach nur genau das gleiche, das heißt im Endeffekt werden die wahrscheinlich irgendwelche Überbleibsel verwurstet haben. Was man auch noch feststellen kann, es hat definitiv kein Laufwerk mehr, kein CD-Laufwerk. Ja. Hat keinen Platz, wohin damit ist es mit SD-Karten. Und definitiv keine Module. Das sind SD-Karten, man kann es so sagen. Ja, aber es ist ja um den Hype gegangen, dass es wieder so ein N64-Module. Es haben alle gehofft, dass man eventuell auch die alten Dinge einstecken kann. Ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Ich sehe das ganz. Sonst hätten sie es gesagt. Ja, das hätten sie fix gesagt. In der Mitte gewesen, blinken mit Leuchtschrift und. Ja. Nein. Ja, meine Sicht ist ganz ähnlich. Ich finde das Ding potthässlich. Hier habt ihr noch ein Bild dazu. Mir gefällt das Design grundsätzlich. So wie das Ding aufgebaut ist, ist sau cool, dass du das Ding rausnehmen kannst, dass du die Controller mobil dabei hast, dass du sie festmachen kannst, abmachen kannst, dass das Ganze kabellos über irgendeinem Funk oder sowas funktioniert, ist sau cool. Und die Idee, Respekt Nintendo, mobiles Gerät, was auf Heimkonsolenniveau laufen soll, Chapeau. Problem für mich ist nur, was kann das Ding grafisch dann? Weil was man bisher gesehen hat, ist unter PS4 und Xbox One Niveau definitiv. Definitiv. Wie weit der Downgrade sein wird und wie stabil oder qualitativ es ist. Weil ganz ehrlich, dieser Ständer sieht total müllig aus. Die Controller sehen mega klein aus. Ja. Die sind ich habe nur halbwegs kleine Hände, aber wenn du, keine Ahnung, 2,10 Meter groß bist und da kann ich das Ding in einer Hand so drücken, glaube ich. Ja. Der spielt dann so, was jetzt Sinn und Zweck sein darf. Also die Controller schauen extrem klar aus. Dann ist ja nur die Frage, wie viel Zoll es hat. Ich hätte mir auf 11, 12 Zoll geschätzt. Ich glaube weniger. Ich glaube, dass es so Tabletgröße ist. Was hat denn die Wii U gehabt? 8 Zoll? Nein, die ist größer. Schau. Die ist größer. Mein Tablet hat 11 Zoll. Also ich nehme ganz stark an, dass das einfach nur eine neu verwurstete Wii U ist. Ich hoff's. Und darum nehme ich an, eine perfektionierte Wii U wäre super, wenn das Ding mobil ist, so wie es eigentlich jeder von der Wii U schon dachte. Ja. Ist es geil. Weil die Wii U selbst hat relativ wenig Grafikabwehr auf dem Tablet gehabt. Ich hätte mir trotzdem ehrlich gesagt mehr von Nintendo erwartet, als das, was da gekommen ist. Es bleibt halt abzuwarten, aber der Trailer hat mir jetzt auch nicht aus den Socken gerissen. Es ist das Versprechen von der letzten Konsole und schön langsam sollten sie mal wieder umdenken und vielleicht nur wirklich eine reine Heimkonsole auszubringen. Ja, aber es geht von der Bewegung weg, so viel sind wir uns einig. Das geht mehr auf Mobile Gaming als auf Bewegung. Ja, das auf jeden Fall. Aber brauche ich wirklich einen Gameboy, den ich am Fernseher dranhängen kann? Das ist die große Frage. Und mit dem können wir eigentlich das Special abenden. Ganz, ganz interessant wäre eure Meinung. Was haltet ihr vom Trailer? Was sind eure ersten Einschätzungen? Findet ihr, dass wir komplett falsch liegen und ihr sagt, das ist das geilste Ding, was ever auf den Markt gekommen ist? Ja. Oder haben wir was übersehen? Ja. Oder irgendeine Info rauslasst? Wer noch nicht kennt, Link für den Trailer ist in der Description. Genau. Und wir machen ihn wieder anklickbar. Genau. Heißt, lasst uns wissen, was ihr davon denkt. Ich hoffe, wir konnten euch mit den kleinen Bildern hier weiterhelfen. Und unsere Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, es ist unsere persönliche Meinung. Ja. Heißt nicht, dass das Ding jetzt genau das können muss und dass unsere Meinung stimmt. Das ist unsere Ersteinschätzung. Genau, wir wissen weder irgendwelche Hardware-Spezifikationen oder sonst irgendwas. Wir haben den 340-Trailer gesehen und haben unsere Meinung dazu gesagt. Genau. Von dem her, ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen und lasst uns wissen, was ihr denkt. So, dann kommen wir jetzt zur Vorschau. Und zwar starten wir am Montag, den 25. mit dem Landwirtschaftssimulator. Resi, heute mit meinem Traktor auf. So, am 28. geht es dann gleich mit ein paar Spielen weiter. Das heißt, anfangen werden wir mit World of Final Fantasy. Das heißt, das werde ich mit meinem kleinen... Ist es dann auch wieder zum Tanzen? Ja, natürlich. Mit unserer super... Mit den Chocobos. Ja, genau. Nein, das ist wesentlich entspannter, das sieht noch im Strategiespiel aus, da wir uns wie immer auch täuschen können, gucken wir uns das einfach an, nicht, dass es wieder so ein Strategiespiel à la Magic the Gathering ist. Schnauze. Nach meiner großartigen Gesangseinlage wird es dann Zeit, am 27.10. meine Tänzerkarriere anzufangen, Just Dance 17. Vielleicht hilft es aber den Dating-Routinen, wenn man so diese Ultra-Moves drauf hat aus Just Dance,
Weil die sehen ja einfach nur schick und cool aus, oder? Ich habe die Tanzen gesehen und nein, absolut nein. Aber ich kann nur den coolen Moves. Nein. Außerdem gibt es am 28. noch ein Kamehameha ins Gesicht. Da kommt das nächste Dragon Ball Xenoverse. Ich habe keins davon gespielt bisher. Ich bin aber dementsprechend grottenschlecht damit. Aber hey, seit wann bin ich in dem Spiel gut? Von dem her ist es keine Überraschung für irgendwie mehr. Und du brauchst gar nicht den Kopf nicken, weil du bist genauso schlecht in den Spielen. Nein. So, am 28. werde ich mir Skyrim holen. Aber pass auf die Bogenschütze vor dem Geschäft auf. Ja, ich will nicht wieder einen Pfeil im Knie haben. Warum nicht? Da muss wenigstens immer spazieren gehen. Nachdem wir euch die Titanfall 2 Beta schon präsentiert haben, dürfen wir euch jetzt dann auch noch Call of Duty 2 vorstellen. Ach, ich meine natürlich Titanfall. Ach, es ist so verwirrend heuer. Es sieht alles so ähnlich aus. Ja, gleiche Entwickler. Fast die gleichen Entwickler. Nein, Titanfall 2 am 28. Langsam wird es ein bisschen unübersichtlich am 28. Ja, das ja. Und aber hey, das war noch nie alles. So, 28. mal wieder, da gibt's den Root Letter. Ist es mit Bier? Ja, natürlich, Root Bier. Kriegt man da Bier heimgeschickt? Ja, klar. Root Bier. Nee, ist Japano-Game und ich bin wirklich schon gespannt drauf. Sieht ein wenig aus wie Ni no Kuni vom Grafikstil, ja. Aber das wird Chris' Problem sein. Und der 28. ist immer noch nicht vorbei. Heiliger Bimbam. Gut, dass man nicht mehr alles an einem Tag spielt. Wir haben noch einen Monster Jam. Crush it. Heißt, man spielt Hulk und haut alles platt. Nein, es ist Monster Truck Spiel. Ja. Sollte jedem klar sein. Wird sicher ziemlich dull werden. Und von dem her, es ist sicher meins. Rennspiele. So, dann haben wir jetzt im 29. Na, Spaß, das war das letzte Spiel am 28. Und zwar gibt's Mark Morris Infinite Air. Endlich wieder ein vernünftiges Fliegerspiel. Ja, Blazing Angels war das letzte Gute. Nur leider ist das keins. Wie ist keins? Da steht Infinite Air. Ja, das ist die Airtime vom Snowboard, denn es ist ein Snowboard-Spiel. Nein, aber Snowboard-Spiel hat man auch schon keine lange keins mehr. Das stimmt, kein gutes zumindest. Das wären dann alle Releases und damit Hammer. Die nächste Woche sozusagen überstanden und 28 ist überstanden! Ja, so ziemlich. Nur nicht, ne? Verdammt, aber fast! Na, aber mal im Ernst. Vielen, vielen Dank, dass ihr bisher treu wart. Es macht großen Spaß, hier auf YouTube umeinander zu wurschteln. Ja, das trifft's eigentlich. Wurschteln. Wir wurschteln uns so ein bisschen durch. Lasst uns wissen, wie ihr mit Twitter, Twitch und Facebook weiterhaben wollt, wie wir das handeln sollen. Wir wollen uns ständig verbessern. Warte mal. Wir wollen den Channel ständig verbessern. Ich bin perfekt, also. Du bist so weit davon entfernt. Aber mein Skilltree ist voll, also bei mir geht's nicht mehr zum Improven. Du hast nicht einmal den Level erreicht, um überhaupt so ein Skilltree zu bekommen. Ach, ich bin nur im Tutorial, also. Verdammt. Na, ganz, ganz im Ernst. Vielen, vielen Dank. Ja. Wir haben fast 100 Subscriber und das macht uns schon ein Stück weit stolz. Ja, stimmt, ja. Aber wenn YouTube das scheißegal ist, glaube ich, bis dahin. Ja, gibt's eigentlich nur noch eine Entscheidung. Ja. Und zwar, nehmt die rote Pille und drückt den Abo-Button oder ihr nehmt die lila aussehende blaue Pille und geht zurück in euer Leben und sterbt. Gute Show, hat man das auch überstanden. Ne? Ja. Und jetzt zurück in die richtige Welt. Ja, das heißt, du frisst die blaue Pille. Nein, das ist falsch.